Heute Ladetechnik, Solarregler, Ladegerät, Ladebooster. Rund um Ladetechnik im Wohnmobil. Dranbleiben. Herzlich willkommen in Dingespül bei Mika Caravan. Wir wollen uns heute über Ladetechniken unterhalten. Ladetechnik im Wohnmobil. Viele Behauptungen gehen im Netz rum. Viele sagen unwichtig, manche sagen ganz wichtig. Geht gar nicht ohne. Also alles ist zu lesen und wer hat recht? Ich würde sagen, wir versuchen das Ganze mal so ein bisschen aufzudröseln. Und gucken mal, ob wir dabei irgendwo auf einen Nenner kommen, warum sollte man die Ladetechnik berücksichtigen oder warum auch nicht. Ich denke, wir haben da viel zu klären. Vom Grundsatz her gibt es verschiedene Ladetechniken im Wohnmobil. Die Wohnmobile werden heute ausgeliefert, standardmäßig in der Regel mit einem AGM-Akku. Oder Gel-Akku, aber meistens sind es AGM-Akkus. Viele von euch rüsten ihr Fahrzeug oder möchten ihr Fahrzeug umrüsten auf Lithium-Akku. Der Vorteil vom Lithium-Akku, da kommen wir in einem separaten Video natürlich nochmal explizit drauf, wenn wir beim Lithium-Akku von WCS angelangt sind. Grundsätzlich aber mal kurz über die Hand gespult, hat natürlich schon gigantische Vorteile. Höhere Stromabgabe, Aufnahme, doppelte Nutzbarkeit von der Energie, vom Energieaufwand, weil 100 Amperestunden auch wirklich 100 Amperestunden sind und keine 50 Amperestunden wie bei AGM, also voll nutzbar und, Gewicht, Größe, kommen nur etliche Faktoren hinzu, günstiger, auch wenn man es nicht glauben mag, auch da werde ich euch eine Rechnung aufmachen. Jedenfalls, Lithium hat Vorteile, ganz klar. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo 230 Volt im Wohnmobil über Wechselrichter, manchmal sogar über 3000 Watt Wechselrichter oder 3,5 kW, dann schon wirklich Sinn machen, weil ein Lithium-Akku kann das halt wirklich abgeben, diese Ströme. Doch, wir müssen den Akku natürlich auch wieder laden. Jetzt gehen ganz wilde Gerüchte in der Gegend rum, ja, Lithium-Akku tauschen 1:1, ohne irgendwas zu verändern. Manche sagen, Lithium-Akku tauschen, ohne was zu verändern, absolutes No-Go. Was ist richtig, was ist falsch? Man weiß es nicht. Ich habe meine ganz eigene Meinung darüber und mir zeigt es hier der Alltag, wenn die Kunden hier zu mir kommen. Was passiert in den Fahrzeugen, was passiert nicht in den Fahrzeugen. Und da möchte ich einfach ein bisschen detaillierter drauf eingehen und euch meine Erfahrung mitgeben. Ich glaube, so eine richtige niedergeschriebenes Gesetz gibt es da nicht, aber es gibt doch Empfehlungen, wo man einfach wesentlich besser fährt, wie wenn man anders hantiert. Hier haben wir von WCS ein spezielles Ladegerät, extra für Lithium-Akkus, natürlich auch für AGM und Blei geeignet. Aber er hat verschiedene Programmmodifizierungen, damit man entsprechende Parameter exakt einstellen kann. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, was beim Lithium-Akku eigentlich schon fast wichtig ist. Weil jeder Lithium-Akku hat natürlich eine ganz andere Ladekennlinie, ganz andere Ladeschlussspannung wie AGM oder Gel-Batterien. Deswegen auch Solarregler. Solarregler gibt es genauso. Solarregler, die können Lithium und es gibt definitiv Solarregler, die können kein Lithium. Genauso wie Ladegeräte kein Lithium oder viele Ladegeräte keine Lithium-Kennlinie haben. Zumindest von denen, die standardmäßig im Wohnmobil verbaut sind. Warum? Weil die Hersteller einfach das Billigste vom Billigsten in solche Fahrzeuge montieren.
Selbst wenn das Fahrzeug 150.000 Euro kostet, wenn ich da die Tür aufmache, ist ein billiges CBE-Ladegerät drin. Was wollen wir dazu sagen? Es ist halt einfach so. Da ist die Technik noch nicht ganz durchgerungen, damit man da ein bisschen was ändert, oder die Zeit ist noch nicht dafür da, oder ich weiß nicht, warum die Hersteller sich da nicht bewegen oder nicht bewegen wollen. Aber Gott sei Dank, ich sage Gott sei Dank, weil sonst hätte ich ja nicht mehr ganz so viel zu tun, muss ich da ab und zu nachbessern. Solarregler also auch, brauchen wir einen Lithium geeigneten. Dann gehen wir weiter zum Booster. Auch der sollte Lithium geeignet sein, weil sonst gehört ja auch zur Ladetechnik dazu, sonst funktioniert das Ganze nicht wirklich. Und jetzt gehen wir mal ins Detail, und ich habe da hinten mal ein paar Geräte vorbereitet, die ich euch mal näher bringen möchte. So, ich hoffe, es stört euch jetzt nicht so sehr, dass hier ein bisschen was rumliegt. Wir arbeiten immer auf beengtesten Raum. Also wir müssen hier richtig gucken, damit wir immer schön überall Platz haben. Es ist halt leider so. Also, jeder von euch kennt wahrscheinlich in seinem Wohnmobil dieses Ladegerät. Ein CBE-Ladegerät, was ich vorhin schon erwähnt habe, eigentlich ein ganz schickes Teil. 12 Volt Output mit 150 Watt, maximal Ladestrom 10 Ampere. Also abgesehen davon, da fängt es nämlich schon mal an. Wenn man jetzt zum Beispiel, da gibt es bestimmte Batteriemarken, die werben ja ganz groß damit, bei uns muss Ladetechnik definitiv nicht verändert werden. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich fahre ein Wohnmobil, ich selber fahre einen teilintegrierten, habe aktuell 400 Amperestunden in meinem Fahrzeug, und die sind im Winter Solarertrag relativ wenig weit runtergenuckelt. Ich habe noch 100 Amperestunden drin und möchte jetzt am Landstrom mal aufladen. Können wir uns mal kurz überlegen, bei 10 Ampere Ladestrom, wie lang muss der Akku geladen werden mit diesem Ladegerät? Also 10 Stunden sind dann 100 Amperestunden, also muss ich 30 Stunden warten, bis meine Akkus wieder geladen sind mit 10 Ampere Ladestrom. Ja, ich wäre damit nicht glücklich, und dann kommt die nächste Problematik. Dieses Ladegerät hier hat eine Ladekennlinie mit Gel 14,3, sprich 14,1 Ladeschlussspannung. Das sind alles so Sachen, wo natürlich nicht der Lithium-Kennlinie entspricht. AGM kann man damit wunderbar laden, aber Lithium? Ja, geht. Natürlich kann man Lithium damit laden, und natürlich kann man auch 300 Amperestunden laden. Nur zwei Sachen werden passieren. A, es wird ewig lang dauern. B, dieses Ladegerät wird nämlich in ihrem verschiedenen Programmabläufen, das blende ich euch jetzt ein, nach einer gewissen Zeit abschalten. Weil das der Programmablauf bei AGM ist, und dann ist Schluss mit Ladung. Das heißt, ich muss dann kurz aus dem Wohnmobil raus, muss den Stecker ziehen und muss es wieder neu anschmeißen, oder muss hier hin, muss kurz ein- und wieder ausschalten, damit er die Ladung wieder aufnimmt, um dass dann der Akku wirklich weiter geladen wird. Anhand dieser Ladewerte wird ein Lithium-Akku auch nie 100% erreichen. Er wird halt dann bei 85, 80, 90% irgendwo stehen bleiben. Voll wird er jedenfalls damit sehr schwer, weil es einfach die Ströme nicht hergibt. Das ist einfach so. Und jetzt kann man sagen, ja, ich will damit leben, kann man tun, das ist überhaupt kein Problem. Oder man kann halt einfach sagen, nee, ich mach das weg und mach halt dann doch eine vernünftige Ladetechnik in mein Fahrzeug, passend zu meinen Lithium-Batterien. Schauen wir hier weiter. Hier haben wir noch einmal ein Ladegerät. Das da ist auch sehr verbreitet. Das ist dann schon ein bisschen eine stärkere Variante. Schauen wir mal kurz drauf. Der hier hat... Ich habe es vorhin gelesen, hier steht es, glaube ich, 20 Ampere. Jawohl, er hat 20 Ampere statt 10 Ampere, also ist schon mal besser.
muss man ganz klar sagen, weil er natürlich schon dementsprechend 20 Ampere hat. Er hat auch eine Lithium-Kennlinie, also ihn kann man definitiv auch verwenden, aber auch gleiches Rechenbeispiel bei 20 Ampere. Wenn ich mir halt in mein Fahrzeug größeren Lithium-Pack bauen möchte, finde ich den schon wieder ein bisschen anstrengend, weil ich halt ziemlich lang warten muss. Also bei, können wir uns ja wieder ausrechnen, wenn eine 100 Ampere-Stunden Batterie voll werden soll, muss ich halt 5 Stunden am Netz sein. Ja, kann man machen, aber da natürlich im Netz viele Werbung machen mit 600 Ampere-Stunden und 1000 Ampere-Stunden. Also wenn ich überlege, ich habe 1000 Ampere-Stunden und muss mit so einem Ladegerät das Ganze aufladen, wird anstrengend. Also da stehe ich ein paar Tage, bis das Ganze dann voll ist. Hier haben wir einen Ladebooster dazu, der macht ca. 40 Ampere. Der hat aber die Problematik, dass er 40 Ampere macht, aber natürlich keine Lichtmaschine misst und keinen Temperaturschutz hat und so weiter. Also er lädt halt störrisch seine 40 Ampere durch. Ja, kann man machen. Ich persönlich bin von dem Gerät überhaupt nicht begeistert, weil wenn ich mal anfange, 40 Ampere aus meiner Starterbatterie zu ziehen, ohne dass ich die Lichtmaschine dabei überwache, ganz wichtig bei zähfließendem Verkehr und so weiter, wird es schon ziemlich kritisch. Also ich selber habe hier schon etliche Lichtmaschinen gehabt, die abgeraucht sind, genau aus solchen Thematiken raus. Genauso wie ich auch, jetzt spule ich nochmal zurück, viele, viele kaputte solche Ladegeräte gehabt habe. Warum, kann ich auch erklären. Eine Lithiumbatterie hat nämlich die Eigenschaft, die saugt alles ab, was sie kann. Also das ist wie ein Trichter, nur umgekehrt. Es wird unten nicht enger, sondern ich schütte oben was rein und unten wird es immer weiter. Und eine Lithiumbatterie saugt richtig raus und irgendwann ist die Elektrik da drin so heiß, weil die das einfach nicht liefern kann. Lithiumbatterie richtig zieht. Ich selber habe schon 5 Stück von den Dingern ausgetauscht, weil sie abgeraucht sind, weil sie eben nicht getauscht wurden, als Lithium eingebaut wurde. Also, ja, kann man jetzt sich darüber wieder Gedanken machen. Jetzt kommen wir hier auf die Seite. Hier habe ich Solarregler liegen, ganz spannende Geräte. Nicht Lithium geeignet. Und dann fehlt einer noch in der Sammlung, nennt sich auch CBE, habe ich von dem Kameraden hier, den habe ich jetzt aktuell nicht mehr da, weil die habe ich alle weggeschmissen. Wenn man hier Lithiumbatterie reinbaut und den Solarregler nicht anpasst und nicht austauscht, kann Folgendes passieren, ist aus aktuellem Anlass auch schon ein paar Mal passiert bei Fahrzeugen, die bei mir am Hof standen. Es gibt Überspannungsprobleme. Das ist nämlich dann auch der Punkt, wo ein Maxwell oder eine Kühlschrankplatine oder abraucht und dann dementsprechend nicht mehr funktioniert. Weil der Solarregler kein Lithium kann, der Lithium aber dementsprechend zieht. Jetzt kann passieren, dass der überhaupt nicht mehr weiß, was er machen soll und einmal kurzzeitig 17, 18 Volt aufs Wohnmobil schickt, selber gemessen, und das ist natürlich schon eine fatale Nummer. Und die Dinger, die sind aber auch echt, naja, man sieht ja Plastikgehäuse, man kann nichts einstellen, man kann nichts auslesen, sie machen halt irgendwas, hier steht ja AGM und Gel, dann ist Schluss, hier steht gleich gar nichts drauf, da weiß man eigentlich überhaupt nicht, für was es ist. Bei dem hier steht genauso wenig drauf. Also da muss ich sagen, da kann ich überhaupt nichts davon empfehlen. Und da sage ich immer, Solarregler müssen lithiumtauglich sein, weil sonst funktioniert die ganze Thematik überhaupt nicht. Dann haben wir noch zu guter Letzt, was ich hier als Gerät liegen habe, den hier. Oft im Ford, glaube ich, verbaut. Ein wildes Gerät. Ich sage wildes Gerät deswegen, weil es ein Booster ist plus Solarregler in einem Gerät. Das Wilde ist aber nur, dass er nur eins von beiden kann. Der kann nur entweder bei laufendem Motor
boosten, dann läuft der Booster mit 25 Ampere, dann schaltet aber der Solarregler ab. Oder wenn ich den Motor ausmache, läuft nur der Solarregler. Was jetzt in dem Fall keinen Spaß macht oder keinen Sinn macht, weil da brauche ich natürlich den Booster nicht, aber wenn der Motor läuft, möchte ich doch beide Ladespannungen nutzen. Ich möchte doch meinen Booster nutzen mit 25 Ampere, aber ich möchte doch auch, dass meine Solaranlage lädt. Drum ist das Gerät bei mir überhaupt nicht fähig, weil ich da zu viel Verluste habe. Da muss definitiv was anderes rein, weil das, finde ich, ist totaler Schwachsinn. Hier haben wir ein kleines technisches Blatt von WCS Solarregler zum Beispiel. Und hier sehen wir schon an den ganz verschiedenen Spannungsmöglichkeiten, was hier alles einzustellen ist. Jetzt wollen wir sagen, manche Parameter sind vielleicht ein bisschen identisch, aber viele sind auch ganz unterschiedlich zu den verschiedenen Batterientypen. Und das ist eigentlich immer das Maßgebliche, dass man einfach den richtigen Typ dementsprechend einstellt, um die richtigen Erträge rauszuholen. Und ich persönlich finde, ein Ladegerät muss schon zur Lademöglichkeit, sprich zum Lithium-Akku, passen. Natürlich kann man, und das sage ich ganz bewusst, mit seinem Standard-Ladegerät weiter arbeiten. Ich sage aber auch ganz bewusst, macht keinen Sinn, weil man wird nicht glücklich. Also für mich ist ganz klar das Fazit, ich baue entweder eine Kombi ein, wenn der Kunde einen Wechselrichter will, dann habe ich gleich die Ladestruktur mit erledigt, weil ein Ladegerät integriert ist in der Kombi. Oder wenn ich Lithium-Akku verbaue, kann ich, wenn der Kunde drauf besteht und der Akku nicht größer wie 100 Amperestunden ist, sagen, okay, wir arrangieren uns mit dem vorhandenen Ladegerät, wenn denn das einigermaßen einstellbar ist. Wenn wir aber wirklich sagen, wir machen zum Beispiel 255er Icepacks rein, dann habe ich 310 Amperestunden, dann macht es für mich keinen Sinn mehr, mit 10 oder 20 Ampere Ladegerät zu hantieren, weil die Dinger waren ja nie voll. Jetzt kann man sagen, ja gut, wenn ihr aber doch eher am Strom hängt, dann hänge ich ja da meistens eine Nacht am Stellplatz. Ja, das stimmt, eine Nacht, jetzt sagen wir 10 Stunden, aber bei 10 Ampere sind 10 Stunden 1000 Amperestunden. Ich habe aber 300 Amperestunden. Also, und wenn die wirklich leer sind, die voll zu kriegen, muss ich 30 Stunden stehen. Dann macht es doch viel mehr Sinn, ein anständiges Ladegerät zu verbauen, entweder ein 40 Ampere Ladegerät oder vielleicht sogar noch größer, um zu sagen, komm, da feuern wir richtig rein, dann sind die Akkus in 2 Stunden oder 3 Stunden oder 5 Stunden wieder voll und ich kann wieder weiterfahren, wenn ich in die Autarkie gehen will und große Akkus habe. Also in den Kostenbudget Lithium-Akku sollte die Ladetechnik schon immer so ein bisschen mit berücksichtigt werden, weil sonst macht es wirklich, ich finde, es macht nicht wirklich Sinn. Solarregler muss passen, das Ladegerät muss passen, genauso wie auch der Ladebooster passen muss. Bei den Geräten ist es halt einfach wichtig, dass ich die verschiedenen Spannungen einstellen kann. Ich habe auch schon die Erfahrung gehabt, bei bestimmten Lithium-Batterien haben wir unterschiedliche Ladeschlussspannungen, unterschiedliche Ladespannungen, unterschiedliche Kennlinien sogar im Einzelfall. Und weil der eine Lithium-Akku mit dem besser zurechtkommt, der andere besser mit dem, da weiß dann der Hersteller meist besser Bescheid. Drum empfiehlt er ja auch dementsprechend bestimmte Ladeschlussspannungen. Und das ist ja auch ein Grund mit, warum man zwei unterschiedliche Lithium-Akkus von unterschiedlichen Marken nicht kombinieren soll und kann. Unterschiedliche Zellen, unterschiedliches BMS, unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedlich. Und das führt natürlich meist zu Komplikationen. Ist so, kann man nicht ändern. Ich persönlich würde wirklich die Ladetechnik immer mit anpassen, wenn ich mich für einen Lithium-Akku entscheide, was für mich keine Frage ist, weil Lithium-Akku ist meiner Meinung nach einfach das Maß der heutigen Campingwelt. In der Akku-Geschichte wird es auch noch weitergehen. Es werden neue Lithium-Akkus kommen irgendwann wahrscheinlich. Es wird da auch noch mehr geben. Aber für mich ist AGM eigentlich keine Option mehr.
ist nicht mehr standardgemäß, funktioniert meistens nicht. Und ich sehe es ja, die Menschen kaufen sich ein Wohnmobil, spätestens nach einem viertelhalben Jahr kommen sie hierher und sagen, Mann, ich stehe maximal eine Nacht, dann ist alles leer. Na klar, weil wenn ich heute schon die ganze Beleuchtungsstruktur eines modernen Wohnmobils angucke, was da Ampere rausgehen, also wenn da mal alles an ist, zieht der mal nur die Beleuchtung schon 15 Ampere aus dem Akku auf 12 Volt. Also wie soll da mit einem 90er AGM-Akku ich 2 Tage autark stehen? Das funktioniert nicht, weil dann haben wir noch den Kühlschrank, dann haben wir noch die Heizung, dann brauchen wir noch ein bisschen Wasserpumpe, dann brauchen wir noch ein bisschen das und ein bisschen jenes und dann ist schon alles vorbei. Also Lithium hat schon seine Berechtigung und ich sage sogar, Lithium plus anständige Ladetechnik, da nützt es auch nichts, wenn verschiedene Lithiumhersteller groß Werbung machen, was ich bis zum heutigen Tag nicht nachvollziehen kann. Wir müssen die Ladestruktur nicht anpassen. Stimmt, man muss sie nicht unbedingt anpassen. Man wird bloß auf Dauer auch nicht glücklich werden damit. Das ist halt der Punkt. Und die Wahrheit ist, wenn ich ein funktionierendes, passendes Sorglos-Paket haben will, dann muss ich die Ladestruktur anpassen, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Hier haben wir schon ein kleines Beispiel. Hier haben wir Solarregler von WCS, Ladebooster von WCS, wird alles in diesem Elektrokasten eingebaut. Dann kommen wir hier hinten, das sind die Kabel, die kommen raus, weil der Querschnitt viel zu klein ist. Hier kommt die 3000er Kombi hin. Eben Kombi mit integrierter, richtiger Lademöglichkeit. Bei dem Fahrzeug natürlich als Kombi, weil diese Akkus hier reinkommen, 2x 320 Amperestunden sind 640 Amperestunden Lithiumbatterien und da brauchen wir natürlich eine entsprechende Ladestruktur. So kann dann die Kombi in dem Fahrzeug mit 200 Ampere die 2 Batterien laden. Jetzt kann man sich ausrechnen, 200 Ampere Ladestrom geteilt durch 600 Amperestunden, 640, wenn wir es genau nehmen, sind 2, 4, 6, 3 Stunden, 3,5 Stunden, maximal 4 Stunden ist alles voll, von ganz leer auf ganz voll. Und das ist natürlich ein Wert, der ist gigantisch. Richtige Ladekennlinie, zack, voll. Und ich kann weiterfahren und gewinne Autarkie. Dementsprechend kriegt er natürlich noch, sieht man ja hier, anständig Solar aufs Dach plus Solartaschenanschluss. Also da passiert richtig was in dem Fahrzeug. Ladebooster, Supersense, Glissana haben wir eingebaut und. Also da wird richtig angepasst in der Ladestruktur. Auch bei ihm haben wir angepasst. Er hat einen kleinen Wechselrichter gekriegt, aber eine richtige Ladestruktur mit einer Kombi, 30 Ampere Ladestrom und natürlich einen entsprechenden Booster, den wir hier eingebaut haben. Dann schaut, was hier liegt. Wieder ein CBE-Ladegerät und ein Schaut-Booster mit 25 Ampere und dieses Ladegerät, was halt leider keine Lithium-Kennlinie hat und dementsprechend echt problematisch ist mit der Ladung. Und ich meine, wir erzählen das ja nicht, weil es uns danach ist oder weil wir hier irgendeinen Schmarrn erzählen wollen, sondern es ist einfach Fakt, dass es halt nicht funktioniert und der Kunde halt nicht richtig glücklich wird damit. Drum kommen die Geräte hier raus. Wir rüsten um und machen mit Lithium eine anständige Ladestruktur rein und schon funktioniert das Ganze. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Vielleicht euch ein bisschen mitnehmen und jeder muss natürlich für sich selber wissen, was er machen möchte, was er tun möchte. Mein Fazit ist, wenn ich ein Lithium-Akku umrüst bis 100 Amperestunden, dann kann man das mit der Ladetechnik, insbesondere wenn man Solar hat, das aber dann auch lithiumtauglich ist, der Solarregler, dementsprechend so ein bisschen kompensieren. Alles, was bei über 100 Amperestunden ist, sage ich definitiv, Leute, passt eure Ladestruktur wirklich an, weil nur dann macht es richtig Spaß und nur dann kann man richtig, ja, sorglos Camping betreiben und den Lithium-Akku auch vollwertig, hundertprozentig nutzen. Macht für mich einfach mehr Sinn. Es ist einfach struktureller, besser für den Akku, lebenslänglicher von der Haltbarkeit her das Ganze und sorgloser, weil natürlich alles einwandfrei funktioniert und ich muss mir keine großen Gedanken machen über
Ach, mein Akku wieder nicht voll geworden, wieder bloß 80%, ist wieder was kaputt, schaltet wieder was ab oder. Oder irgendwann raucht man dann doch tatsächlich das Ladegerät gar ab, weil es einfach die Leistung nicht mehr bringen kann, weil der Akku will Strom. Ich meine, so 100 Ampere Akku, der hat natürlich eine Dauerstromaufnahme, die ist gigantisch, dass er ja schnell voll wird. Also den kann man mal schnell mit 50, 60 Ampere vollblasen. Also es macht schon Sinn, auch dementsprechend den Akkus zu geben, was er braucht. Also ist meine Meinung und das ist immer wieder das Fazit, was ich hier auch sehe an Kunden, die hierher kommen, Probleme haben mit ihrer Ladestruktur, weil sie umgerüstet haben, weil sie alles schon phänomenal eingeleitet haben, aber dann doch nicht zu Ende gemacht worden ist. Und das ist dann halt immer problematisch. Also, ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich genauso wie über ein Abo von euch. Wenn ihr ganz verrückt seid, drückt auf die Klingel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf. Bis bald, euer Micha. Ciao, ciao.